So, wir spielen den neuen Mundo. Das ist meine erste Runde mit dem neuen Mundo. Wird interessant. So. Also erstmal vom Aussehen her, ja. Der Skin sieht deutlich besser aus, als er vorher aussah. Den Standard-Skin finde ich nicht so gut wie den alten tatsächlich. Also, vermutlich, wenn ich mich ein bisschen dran gewöhnt habe, werde ich ihn besser finden, aber jetzt momentan finde ich es ein bisschen komisch, weil er deutlich schlanker ist. Der müsste das solo machen können, oder? Also, Shaco braucht ja normalerweise keine Hilfe. Es sei denn, er verkackt seine Boxen. Spiel gegen den Set. Vielleicht sollte ich meine Runen noch mal kurz anzeigen. Da habe ich ein bisschen Farm gemisst. Schade. Ja, ist ein bisschen komisch. Und meine Nase läuft. Ach komm, Scheiße. Oh, schade.
Ich mag Set auch überhaupt nicht. Also gegen den zu spielen ist halt echt nicht lustig. Der hat zwar eine Ulti. Sid ist ja so ein dummer Champion. Ey. Ein bisschen zu spät. Ja, der hat fast doppelt so viel von mich. Oh mein Gott, das ist ein katastrophales Spiel. Ey, ganz ehrlich, normalerweise, wenn Zed im Gegnerteam ist, dann liebe ich einfach, weil Zed-Spieler sind halt einfach. Also Zed ist wirklich einer der wenigen Champions, die auf einer Stufe mit Yasuo sind von der Widerlichkeit her. Oh, come on. Also die Passive ist echt teuer, wenn die ausgelöst wird. Wenn man das Ding nicht einsammelt, dann hat man echt einen großen Nachteil. Schade. Das verlangsamt auch nicht die Medizintasche. Ja, schade.
Oh. Des erlittenen Schadens, nicht des verursachten Schadens. Das hatte ich bis jetzt falsch verstanden. Ich weiß nicht genau, was es ist, aber es fühlt sich deutlich schwächer an als der alte Mundo. Es kann aber auch einfach an dem Set liegen, weil das Set halt allgemein relativ gut gegen Mundo ist. Das ist genau der Grund, wieso ich immer sage, kommt nicht auf die Toplane, Leute. Es bringt nichts. Der Toplaner, der besser steht, wird immer der sein, der es 2 gegen 1 auch gewinnt. Oder entkommt. Aber immerhin hat es den Chunker mitnehmen können. Bei den meisten Toplanern rentiert sich es einfach nicht zu ganken, wenn die so tanky sind. Ach, come on, was soll denn das? Als ob ich gerade so schlecht fahre. Ich brauche die Boots. Und ja, einmal Magieresistenz, auch wenn es gegen den Zed eigentlich überhaupt nichts bringt. Der hat halt auch schon eins seiner wichtigsten Items. Und das war mein Tower. Ich habe gerade das Canyon verpasst, ich weiß. Was will der machen? So, die werden eh respawnen, deswegen nehme ich die schnell. Und dann back to base und. Vornmail? Vornmail. Da.
das ist nicht ganz, wie man einen guten Arzt erkennt. Die Cutter ist relativ gut. Wobei die Gegner relativ wenig Squishies haben, das heißt, die wird sehr schnell abfallen. Die wird halt den Djinn und die Seraphine nachher nur one-shotten können. So, vorne mehr ist wirklich wichtig gegen den. Ich habe ein bisschen zu früh geultet, aber das ist egal. Ich hole mir das Sunfire Cape. Ich war gerade am überlegen, ob ich die Frostbone Gauntlet lieber will, aber ich nehme mir das Sunfire Cape. Ah, das ist halt problematisch. Gefiederter Set ist nichts, gegen das man spielen will. Der hat einen Red Buff. Den kann ich nicht fighten. Ich kann mir gar nichts kaufen. Ah, schade. Toplane ist wieder Mist. Ist gefährlich. Der kann auch irgendeinen Jungle Camp allein nehmen, irgendein großes. Hat er nicht. Also, Mundo hat kein Medizinstudium. Offensichtlich. Es ist Mundo. Ist ein bisschen gefährlich, weil ich nicht weiß, wo der Set ist. Das ist das Set. Kann ich noch ein bisschen pushen.
Ja, gegen das Team macht das relativ viel Sinn. Und dann noch ein Rubinkristall. Ich weiß nicht, wozu ich es ausbauen will, weil Mana brauche ich nicht und das Item finde ich nicht so gut persönlich. Wie habe ich Blutrausch? Ich habe doch nur 3 Kills insgesamt. GG.